Schön, dass Sie sich für den Wirkstoff Clopidogrel interessieren. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Clopidogrel und dann können wir schon starten. Das Clopidogrel findet Einsatz meist nach einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall, der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Das heißt, wenn die Gefäße, die weiter vom Herzen wegliegen, sich ein wenig verengen, auch kurz nach einer Stentsetzung und in Einzelfällen bei Vorhofflimmern. Das Clopidogrel, das können Sie unabhängig vom Essen einnehmen. Das bedeutet, es ist egal, ob Sie etwas gegessen haben oder nüchtern sind. Die Einnahme erfolgt in der Regel einmal täglich mit 75 Milligramm. Und wenn Sie nun einmal die Einnahme vergessen haben, dann können Sie diese noch innerhalb von 12 Stunden nachholen. Das Clopidogrel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und damit möchte ich jetzt auch schon einmal zu den Nebenwirkungen übergehen. Bei den Nebenwirkungen werde ich wie immer Ihnen nur einen kleinen Auszug geben, von dem ich denke, dass das die meisten von Ihnen betreffen könnte. Die Nebenwirkungen, die ich anspreche, die betreffen mindestens jeden Tausendsten und dann wollen wir einmal mit den Nebenwirkungen auf die Haut beginnen. Das Clopidogrel kann wie eigentlich alle Medikamente Auswirkungen auf die Haut haben. Das würde sich einmal in Juckreiz äußern oder aber auch in Hautausschlag. Im speziellen Fall des Clopidogrels kann es auch zu kleinen Einblutungen kommen oder auch vermehrt zu blauen Flecken, was natürlich der Wirkung des Clopidogrels geschuldet ist. Als nächstes kann der Wirkstoff wie auch alle Medikamente Auswirkungen auf den Verdauungstrakt haben. Es kann einmal zu Übelkeit kommen bis hin zu Erbrechen. Es kann bei dem einen zu Verstopfung kommen, bei dem anderen zu Durchfall oder aber auch zu Verdauungsproblemen. Und hier im Fall des Clopidogrels kann es in Einzelfällen auch zu Magengeschwüren kommen oder aber auch zu Magenblutungen. Und das ist auch der Grund, weshalb bei aktiven Magengeschwüren oder aber auch bei inneren Blutungen der Wirkstoff keine Anwendung finden sollte. Auch auf das Blutbild kann der Wirkstoff Clopidogrel Auswirkungen haben. Es kann bestimmte Blutkörperchen im Blutbild von der Anzahl etwas herabsetzen. Dazu zählen einmal die Thrombozyten, das heißt die Blutplättchen, und einmal die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, und da auch die Untergruppe der Eosinophilen. Das heißt, wenn Sie im Blutbild plötzlich feststellen, dass diese Werte ein wenig erniedrigt sind, dann kann das Clopidogrel die Ursache dafür sein. Ansonsten ist die häufigste Nebenwirkung, die das Clopidogrel haben kann, die Blutung. Diese erhöhte Blutungsneigung, die betrifft so in etwa jeden 10. bis 100. Und besonders im ersten Monat können diese Blutungen etwas vermehrter auftreten. Und diese Blutungen können im ganzen Körper auftreten, vom Auge über den Magen bis hin auch, dass Blut im Urin gefunden wird. Das sollten Sie auch immer im Hinterkopf halten, dass wenn plötzlich ein Urintest auf Blut positiv anschlägt, dass das Clopidogrel einfach die Ursache dafür sein kann. Für Sie als Patient ist ganz wichtig, da Sie einen Wirkstoff einnehmen, der die Blutungsneigung, wie gesagt, erhöht, dass Sie davon wissen, dass das Risiko für Magenbluten bei Ihnen ein wenig erhöht ist. Dem können Sie begegnen, indem Sie täglich Ihren Stuhl kontrollieren, sodass dieser sich nicht dunkel verfärbt, denn ein sehr stark plötzlich dunkel verfärbter Stuhl, der kann Rückschlüsse auf ein Magenbluten oder auch ein Darmbluten in oberen Abschnitten hinweisen. Und wenn Ihnen das bei sich auffällt, dann sollten Sie bitte auch sofort einen Arzt aufsuchen, dass dieser das genauer kontrolliert.
Das war es jetzt schon in Kürze von meiner Seite zum Wirkstoff Clopidogrel. Wenn Sie nähere Informationen haben möchten, unter anderem mit welchen Medikamenten wechselwirkt denn mein Clopidogrel oder aber auch, wie wirkt es eigentlich im Körper und kann es sein, dass es auch Patienten gibt, bei denen das Clopidogrel nicht richtig wirkt, dann lege ich Ihnen wie immer mein Video Clopidogrel intensiv ans Herz. Den Link lege ich Ihnen hier unten in die Infobox rein. Und wenn Ihnen nun das Video gefallen hat, dann freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Wenn Sie meinen Kanal unterstützen möchten, dann abonnieren Sie ihn gerne, dass ich noch mehr Menschen erreiche. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie nun gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.